So, herzlich willkommen zurück. So, ich glaube, ich noch mal einige Videosequenzen vor mir, ne? Ich werde das jetzt mal mit einem anderen Schiff probieren hier, weil das war ja alles nix. Irgendwie haben wir da kräftig verschissen gehabt. Jetzt wollen wir mal gucken hier, ob wir das nicht irgendwie lösen. Ich denke, ich werde den Avenger nehmen. Ich kenne. Naja. Das muss ich sehen. Manny kriegt aufs Maul. Mach mal. Hey, hey, hey. Bam! Ist ja gut. In die Fresse. Will welche kaputt hauen. Nix üben. War irgendwie die Verarsche von Bruce Lee damals, ne? Klassiker. Herrlich. Ja, komm. Lass mich das auswählen da und dann ist alles cool. Ja, die Mission. Bleiben dabei. Dann wollen wir mal gucken hier. Ich mag das nicht schneiden wegen diesem bisschen Krempel da. Das ist ja. Ich kann natürlich in die Videobeschreibung einfach mal eine Zeit reinpacken. Kann man sich da mal eben reinklicken. Das macht es mir einfacher. Weggedrückt. So viel Zeit geht ja nun hier auch nicht bei drauf. Ich meine, ich muss es so oder so machen, dass ich hier vorankomme und Pass auf, dass nichts ja. schief geht. Diese Mission sollte Ach, ich kinderleicht kann gar sein. kein anderes Schiff nehmen. Ja, danke. Das ist ja wieder klasse, ey. Dann nehme ich jetzt mal Panther, gucken, wie es mit der vielleicht anders läuft. Schwere Geburt hier. Das ist das einzigste Schiff, was da so ein bisschen mal auf dem Planeten drauf kann. Bin ich dazu gezwungen, dieses Teil zu nehmen, ja. Ist natürlich richtig eklig. Aber na gut. Wenn das jetzt schief gehen sollte, dann werde ich einfach den Schwierigkeitsgrad wieder runter machen. Und dann soll es auch gut sein. Ich habe hier keine Lust, weiß der Geier, wie lange daran festzuklemmen. Ist ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad nicht so toll geraten, das Spiel dann. Das hätte man echt besser machen können. Meinetwegen typisch Electronic Arts, vielleicht Gefusche, was heute mehr auffällt als Einige Deutsch früher. Kanon. Verbindung aktiv. Keine Ahnung. Kriegen Eskortenkurs. Auf geht's. Da sind die Halunken. Lösen und feuern. Ich ziehe los.
verdammte Scheiße. Ja, einen hat es jetzt aber zerrissen, anscheinend leider. Na gut, wenn ich darunter wenigstens nicht leide und hier weiterkomme, ist das ja vielleicht besser als gar nicht zu helfen. Vielleicht kann man damit ja leben. Sollen wir mal schauen. Die anscheinend nicht alle gestorben, was ja gut ist. Tja. Wir hoffen, dass ich die Mission jetzt schaffe hier. Akzeptabel schaffe. Freut mich, Sie zu sehen, Colonel. Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Ja, ab geht die Reise. Da sind die Halunken. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Ja, hast du gesehen, oder? Hab ich gemacht. Opa. Zeig dir gleich mal was, Opa. Shit. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich bin dann immer nicht schnell genug, weil die doch sehr nah dran sind. Ja, so wie ich es vorhin mit dem einen auch gemacht habe. Einfach mal schön in den Rücken eine Rakete reingedrückt. So, und jetzt reicht's. Mir das sonst langsam zu doof hier. Ab geht die Reise. In diesem Part will ich das hier endlich mal schaffen. Ja. Kriegst uns echt die Kratze. Kann ja nicht wahr sein hier. Das soll zu schaffen sein. Ich denke, ich werde einmal das große Verrecker-Video hier vorpacken und die als ein Video zusammensetzen und dann ist das gut. Muss ja kein extra Video machen, dass ich da am laufenden Band verreckt bin. Genauso werde ich das tun und dann kann man da einfach mal vorspulen. Irgendwie ab einem bestimmten Punkt. Da packe ich eine zweite in die Videobeschreibung und dann ist es gut. Also diese Mission ist echt schlimm hier. Und dieser Flieger so toll ist. Das kann nicht wahr sein hier. Seien Sie gegrüßt, Colonel. Verbindung ja, aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Ab geht's. Da sind die Halunken. Lösen und feuern! Ich ziehe los! Auf da! Mach sie kaputt! Extreme fallen aus! Verdammt! Ich stürze ab! Damn! Voller Schutzkörnel! 1:0 für die Guten! Danke für die Eskorte, Colonel! Ja, so läuft das doch gut hier. Krieg mal schön was auf die Abschussliste. Walzen wir alles weg und dann ist gut hier.
Na komm schon. Freut mich, Sie zu sehen, Colonel. Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Ja, auf geht's hier. Da sind die Halunken. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Das nennst du Fliegen? Sterben. Kurzen Prozess hier. Ja, sogar noch Raketen am Start. So muss das sein hier. Tja, ja. Hallo, Colonel. Verbindung bestätigt. Weiter mit Autopilot. Jetzt mal was ausprobieren, was mich interessiert hier. Okay, die funktioniert auch jetzt schon. Das ist gut. Und dieser Leech Cannon ist nämlich so wie diese Leech Rakete. Lösen und feuern! Ich ziehe los! Kann man Flieger einfach außer Gefecht setzen, dann können die nicht mehr feuern. So. Und die Triebwerke aus. Systeme fallen aus! Verdammt! Ich stürze ab! 1 zu 0 für die Guten! Kann man vielleicht was mit Reißen in Zukunft? Danke für den Gedanken, Colonel. Mission abgeschlossen! Jo. Das erste, was ich mache, ist den Schwierigkeitsgrad wieder anheben. Soll ja in Zukunft nicht mehr wieder zu einfach werden hier. Benötige Landeerlaubnis. Gute Arbeit, Colonel. Sie können landen. Na dann. Ab dafür. Nochmal eine Runde speichern. Das Ganze. Ich mache jetzt mal hier einen Trick. Ich lade mal. Zack. Und das Story machen. So. Jetzt kann ich den hier laden und speichere dann jetzt einfach wieder erstmal da oben. Zap, zap. Gucken hier. Player Subnex. Panther. Was gibt's denn?
kleinen Wartemoment. So. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Worum geht es, Panther? Um Ihren Freund, den mit den überaktiven Drüsen. Maniac. Er scheint die Wörter kein Interesse und nein, nicht zu verstehen. Er ist kaum zu ertragen. Ich kenne Maniac nur allzu gut. Wenn Sie nichts dagegen unternehmen, dann tue ich es. Und das wird für ihn schmerzhaft. Wäre nicht schlecht, doch ich kann's nicht zulassen. Maniac muss sich selbst helfen. Wäre nicht schlecht, doch ich kann's nicht zulassen. Maniac muss sich selbst helfen. Ja, natürlich muss er sich selber helfen, was auch sonst. Wobei, wir haben gesehen, das funktioniert nicht so gut. Kriegt auf die Schnauze. Aber ich habe eine Vorstellung, was eventuell sein könnte, in Bezug auf sie hier. Muss ja mal gucken. Respektiert ihre Autorität anscheinend nicht so. Oder was? Keine Ahnung, was da war, genau. Aber naja, Maniac halt ist halt nur mal Maniac. Das kennen wir ja schon, das ist ein Teil davor. Ich bin dafür, dass Sie diesem Kerl eine Lektion verpassen können. Wenn Sie das wollen. Das kann ich mir, was kommt da bei einer anderen Entscheidung dabei raus? Das würde ich gerne mal wissen. Ich speichere das aber trotzdem schon mal, weil das war ja nun mal meine Entscheidung. Kann mich jetzt nur falls sogar noch umentscheiden und das übernehmen, je nachdem. Aber na, mal gucken. An und für sich. Weiß auch gar nicht, ob das wirklich relevant ist oder nur nebensächlich. Wäre nicht schlecht, doch ich kann's nicht zulassen. Gucken, wenn ich das so mache. Vielleicht bin ich dann ein bisschen autoritärer gegenüber Panther als Captain. Ich habe ja Eisen seine Stelle hier übernommen. Mal gucken. Vielleicht wäre das tatsächlich schlauer. Mal wieder in seinen Wartemoment. Schade ist, dass die DVD-Videos in Spiel hier so nicht so ganz so toll rüberkommen, als wenn ich die so abspiele. Aber das liegt an der alten Engine. Leider hat das bisher nicht viel genützt. Reden Sie bald mit ihm, sonst werde ich ihn als Zielscheibe benutzen. Um ein Blutvergießen zu verhindern, tue ich alles. Bin schon unterwegs. Das ist der alten Engine geschuldet hier. Trotz Windows SVGA-Patch-Zeugs und so. Aber die SVGA-Videos damals sahen auch nicht wirklich ansatzweise besser aus auf dem Monitor, damals auf DOS. Und ja, ich würde sagen, eine Mission können wir noch. Ist nur die Frage, was wir da machen. Ich habe hier ehrlich gesagt keine Lust drauf, auf dem Planeten rumzuflitzen. Und so weiter. Und deswegen mache ich jetzt mal hier Search and Destroy. Vorerst. So, kann ich mir, musste man wirklich alle drei machen oder konnte man eine davon überspringen? Oder hat man automatisch einen übersprungen? Das wird sich dann zeigen. Schauen wir mal.
Ach ja. Ich bin hier jetzt der Chef hier, ey. An den folgenden Wegpunkten, die zu einem Jumppoint führen, ist es zu starker Feindaktivität gekommen. Unsere Daten sind unvollständig. Wir wissen nicht, was dort vorgeht. Die feindlichen Schiffe ändern häufig ihre Position. Seien Sie deshalb bei jedem Navigationspunkt auf der Hut. Machen Sie mit den Feinden kurzen Prozess. Sie Na, machen sind wir nichts doch glatt. Als gemeine Verbrecher. Machen wir doch glatt. Zeit, den Sold zu verdienen. Oh. Dann wollen wir mal. Ja, weil nichts anderes macht irgendwie Sinn hier. Ordentlich was rausrotzen da. Möchte gerne mit Primate fliegen. Und dann geht das los hier. Wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Okay. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Wollen wir den Verbrecher mal zeigen, wo es lang geht hier. Du kommst im Sarg nach Hause. Stirb, du Schwein. Feindziel zerstört. Das war knapp, da muss ich ja mal wieder richtig hier Raketenflucht machen hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ketten rausschmeißen. Ja. Bin ich in der Hölle wieder? Feindziel zerstört. Super. Dem auch noch eine reingedrückt hier. Feierabend, kurzen Prozess. Wir haben Gesellschaft. Yo. Ich würde sagen, du kümmerst dich darum. Ja, Sir. Und ich guck, was ich mit den Excaliburen anstellen kann. Super Schuss. Läuft ja ganz gut bis hierhin. Du bist erledigt, Drecksack! Junge, 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 Junge. Ich hatte nichts mehr gegen Raketen. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Ja.
nochmal ran hier. Das kann doch einfach nicht wahr sein, ey. Da kommst du echt ins Schwitzen, oder? Verdammte Axt. Also nochmal. Vielleicht den Destroyer einfach zum Schluss machen. Lösen und feuern! Vielleicht soll ich heute mit denen verhandeln. Jetzt haben wir die Dinger auch noch am Hals. Die sind absolut unlustig. Ja, ist auch okay. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Na komm, zeig dich. Ach, Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Teile kommen uns später, glaube ich, noch sogar in die Flossen. Damit kann man dann noch fliegen. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Ja, die schaffen wir aber locker. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ich kümmere mich direkt um Prime Pirate Ace. Um das Ace kümmere ich mich. Verdammte Scheiße noch ein. Flieh dich in der Hölle wieder! Feindziel zerstört! Kannst du sterben? Das kann aber nicht wahr sein. Weitere Nachrichten. Okay. Merk schon, das mit dem Schwierigkeitsgrad hat sich irgendwie erledigt. Das wird nichts mehr. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Mal gucken, wie es jetzt auch weitergeht hier. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Man hat es als Grenzfeldpilot anscheinend echt nicht leicht, ja? Wir haben Gesellschaft! Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. So ganz und gar nicht leicht. Ich flieh dich in der Hölle wieder! Mein Ziel zerstört! Super Schuster! Oh, weiter geht's. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Drauf, ja. Ein Ziel zerstört! Superschuster! Ich flieh dich in der Hölle wieder! Oh ja. Ein Ziel zerstört! Wer es glaubt? Wir haben Gesellschaft! Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Zerstört!
hier mal gleich eine neue raus, ja? Feindziel zerstört! Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! Oh nein! Unser Satellit! Was war das? Weiter als armselige Waschlappen, Grenzwäldler. Feindziel zerstört! Super Schuster! Sofort Formation bilden! Ja, Sir! Mission abgeschlossen! Junge, Junge, Junge! Ab dafür! Weg! Einfach nur weg! Benötige Landeerlaubnis! Gute Arbeit, Colonel. Sie können landen. Ich will es aber trotzdem in Zukunft noch weiter versuchen, mit einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad zu fliegen. Aber das kann es ja irgendwie nicht sein. Das kann ja nicht so verdammt schwer sein. Selbst mit Joystick, ja. Also, ist ja richtig hardcore, was hier echt los ist. Ja? Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt mal abspeichern. Videosequenzen können wir uns in diesem Teil wohl noch mitgeben hier. Gucken, was da wieder los ist. Maniac, mit dem müssen wir hier noch quatschen. Dann habe ich ein paar von meinen Raketen über ihre Köpfe gefeuert. Sie sollten denken, ich kann nicht zielen. Aber dann die letzte Rakete. Boom! Sie waren überrascht, dachten, es wäre ein Zufall. Ja, wahrscheinlich war es auch nur ein Zufall. Entschuldigen Sie, der Junge, der da sitzt, will ein Held werden. Große Taten vollbringen. Er kann Ihnen zuhören und lernen, wie man wie eine Großmutter fliegt, oder? Er hört mir zu und lernt, wie man das Letzte rausholt. Das Letzte, was man bei Ihnen rausgeholt hat, Maniac, ist Ihr Verstand. Aber er hat eine lange Abschlussliste, Sir. Mhm. Maniac ist ein verdammter Glückspilz. So einen gibt's auf jedem Schiff, aber immer nur einen. Wer sich nur auf sein Glück verlässt, der wird nicht alt, das versichere ich Ihnen. Sie können wählen. Entweder Sie fliegen übervorsichtig, werden so alt wie jemand, den wir kennen, und bekommen eine schöne goldene Uhr. Oder Sie fliegen mit etwas Mut und etwas Stil und machen sich einen Namen. Das ist die Frage. Die Frage ist folgende, Cat Scratch. Wollen Sie Ihren Namen auf einer goldenen Uhr oder auf einem Sarg lesen? Essen Sie das noch? Nein. Wirklich nicht? Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Das ist so ein Idiot, ey. Halleluja. So. Talk to Sosa. Na komm, das Gespräch nehmen wir auch noch mit. War eine richtig lange Folge hier. Sir? Das hier werden Sie sicher sehr interessant finden. Guten Tag, Colonel. Wir hier vom Zirze-System wissen Ihre Bemühungen wirklich sehr zu schätzen. Wir tun nur unsere Pflicht. Ich werde Ihren Dank weitergeben. Ich glaube, wir haben da etwas für Sie. Während des Kirathi-Krieges bauten wir umfangreiche Abhöranlagen entlang den Grenzen unseres Systems. Leider hat uns der Bürgerkrieg sehr beschäftigt. Deshalb hatten wir keine Zeit, die gesammelten Daten auszuwerten. Das meiste ist archiviert worden. Für uns war die Dechiffrierung der Nachrichten nicht weiter interessant, aber vielleicht finden Sie was, das Sie brauchen können. Es ist ein massiver Datenstrom. Ich hoffe, Sie haben genug Kapazität. Na klar doch. Es kann losgehen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Gern. Tja, dann. So, und dann geht's schon wieder los mit Mission. Das machen wir dann aber wieder im nächsten Teil. Und ja, bis dahin. Tschaußen.